Loading. Und damit herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Danganronpa Re:Free Killing Harmony hier, wo wir jetzt unmittelbar vor dem, ja, der Sporthalle stehen. Es ist weniger als eine Stunde nach dem Ende der letzten Aufnahme, immer noch am Release-Tag, dem 26.09., wo ich das hier aufnehme. Das Let's Play allerdings wahrscheinlich erst ab Oktober auf dem Channel hier ja tatsächlich zu sehen. Und ja, wir sind immer noch, wie man oben rechts sieht, im Prolog. Wir sind zwar schon fast Level 10 mit all den Aktionen, die wir machen, was es mit den Leveln und so auf sich hat. Das werden wir dann auch noch ja, im späteren Spielverlauf zu sehen bekommen. Wir haben jetzt gerade mal so grundfundamenttechnisch die ganzen Leute hier kennengelernt. Und das ist noch bei Weitem nicht alles, was wir von den Leuten erfahren werden. Manche werden vielleicht denken, der scheint langweilig und die scheint uninteressant und die mag ich vielleicht. Und meistens ist es so, am Ende von Danganronpa eines Games hat sich dann die Meinung zu einem bestimmten Charakter durchgehend geändert. Bei manchen bleibt sie vielleicht auch durchaus gleich und bei einigen kann man einfach gar nicht so gut kennenlernen, weil sie einfach früh krepieren und weg vom Fenster sind. Nun gut, aber bevor es dazu kommen kann, muss natürlich auch erstmal das Killing Game beginnen. Und tja, was das angeht, werden wir jetzt wahrscheinlich mehr in der Sporthalle erfahren. Sollten im Hintergrund komische Geräusche und Rumpeln zu hören sein, es ist gerade draußen ein erstaunlich für diese Jahreszeit heftiges Gewitter am Laufen. Gewitter? In Neuss? Und deswegen, sorry für alle, die gerade mit Kopfhörern das gehört haben. Ja, falls das zu hören sein soll, bitte ich das zu entschuldigen. Ich hoffe, ich habe dann keinen Stromausfall hier. Aber na gut, dann gehen wir mal rein in die Sporthalle. Und gucken wir mal, was uns hier erwartet. Alle 16 von uns haben sich versammelt. Es ist ein ziemlich spektakulärer Anblick, 16 Ultimative auf einen Haufen zu sehen. Es könnte sehr gut sein, dass wir es schon sehr bald nicht mehr so leicht auf die leichte Schulter nehmen können, das alles hier. Naja, in so einer Situation hier, dann ergibt es keinen Sinn oder ja. Da macht es keinen Sinn. Das ist irgendwie komisch. Im Deutschen mittlerweile ergibt es keinen Sinn. Da macht es für mich mehr Sinn zu sagen, da macht es keinen Sinn. Sag mal, was ist denn draußen los hier? So, nach jetzt wahrscheinlich ein, zwei kleinen Schnitten bin ich... Schnitten? Ja. Doch, nee, Schnitten. Ne, weil ich hier gerade so eine Schnitte vor mir sehe, muss ich da jetzt gerade lachen, von wegen, hä, Schnitten passt doch nicht. Aber Schnitten passt sehr ziemlich exakt. Nein, also ich bin mal gespannt, ob eine einzige Aufnahme auch nur in diesem gesamten Let's Play gelingen wird, die frei von irgendwelchen Störfaktoren ist. Ob das Eltern, ob das Gewitter, ob das Technik ist. Bin ich mal gespannt, ob mir sowas mal gelingen wird in dem sonstigen Chaoten-Channel, den ihr immer habt mit dem komischen Let's Play. So, jetzt geht's aber wirklich weiter. Das Gewitter geht zwar draußen auch immer noch weiter. Und der Rechner hier ist noch von Strom. Ich hoffe mal, dass es die nächste halbe Stunde einfach vorbeizieht. Weil ich glaube, das nagt ganz schön am Akku hier mit Spiel und gleichzeitig OBS aufnehmen und so weiter. Deswegen zieh schnell weg, Gewitter. Mit Hagel eben auch noch. Wirklich heftig gerade. Na gut, so einer Situation, da macht es keinen Sinn, sich über irgendwelche Sachen Gedanken zu machen. Und deswegen hat Tsumugi irgendwann aufgehört nachzudenken. Tsumugi spricht auch von sich in der dritten Person, aber das hat sie vorher nicht getan, oder? Was wird mit uns geschehen? Ich wette, das wird echt nervig sein, wenn du wüsstest. Jito! Jito, was? Nanja! Was? Wohin guckst du? Yumeno-san! Himeko, du kannst ja unglaubliche Kräfte und so weiter verwenden, nicht wahr? Weil du bist ja so ein Psychic und Zeugs, nicht wahr? Ja. Ich bin kein Psychic. Ich bin eine Magierin. Wow, unglaublich. Oh, das will ich definitiv in meinem Neo Aikido mit einfügen. Hey, was für eine Art von Training hast du denn gemacht, um solche unglaublichen Kräfte zu erlangen? Darüber zu reden ist zu ermüdend. Du bist ja ganz schön faul. Entschuldigt mich, aber wir sollten auf der Hut sein. Endlich fällt mir mal was an für Beyond Our Guard. Ich glaube, ich habe immer Probleme mit We shouldn't let our guard down. Dann wir sollten... Man kann es ja trotzdem dann so positiv rumformulieren. Also wir sollten auf der Hut sein. Wir wissen nicht wann und ob uns irgendeine Gefahr begegnen wird. Sag doch sowas nicht. Ich habe solche Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. 大丈夫だよ.
Ach, keine Sorgen. Arthur wird uns beschützen. Yogata. Ah, was für ein Glück. Ist dein Kopf voll von Weed oder irgendwas? Wahrscheinlich deiner. Du hast doch vorhin danach gesucht im Lagerraum. Also vorhin in vor ein, zwei Folgen. Naja, ich werde das Weed schnell wieder aus deinem Schädel rauspumpen. Simpaisuna. Ach, macht euch keine Sorgen um das alles. Überlasst es mir. Wenn diese Teddybären nochmal auftauchen, dann werde ich deren Ärsche treten. Nandaro? Hä? Was ist das? Dusta. Was ist los? Hora! Hört ihr das nicht? Ah, ich denke, ich höre es. Es klingt wie der Motor von irgendeinem Roboter-Anime. Joho! Willkommen zurück, ihr süßen Bärlis. Oder so. Ja! Mina! Alle, geht hinter Gonta. Na? Was zur Hölle sind das für Monster? Ja, das war klar. Wow, wie cool. Ja, yeah, das sind die Exizzles. Ich weiß immer noch. Exizzles? Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es nach wie vor Exizzles. Sehr mobile. Ah, das ist derselbe Satz wie beim ersten Mal, wo wir aufgewacht sind, sie dann auch hier gesagt haben. Sehr mobile, auf zwei Beinen laufende, Waffendingsbums. Dodderbums. Und, ja, they got a lot of hometown pride too. Und sie sind auch der Stolz ihrer Stadt oder so? Was sagst du denn da? Ich kann überhaupt mit diesen Hintergrundgeschichten nichts anfangen. Oder nicht hinterherkommen. Was auch immer das für Dinger sind. Wir sollten diese Was? Also, töte bittet erstmal all diese anderen Pönöpel hier und lasst mich fürs Ende zurück. Ui. Na dann lauf, Himiko. Oder lauf, Himiko. Ja, warum machst du dir denn plötzlich um mich Sorgen? Hat nicht irgendwer hier anders gesagt, dass jemand alle ihre in den Ärschen treten würde? Was zur Hölle? Niemand hat mir von diesen Robotern erzählt. Ach, es ist schon okay. Kein Grund zur Panik. Wir sind vermutlich nicht in irgendeiner Art von Gefahr. Das würde auch wieder diese Aussage meinen, er ist der ultimative Intuitive bestärken. Wenn sie uns hätten töten wollen, dann hätten sie es schon längst getan. Und mit diesen Worten ging Rantaro so, als wäre es das Normalste der Welt, auf die Exizzles zu. Also, was wollt ihr von uns? Ihr wollt ja ganz bestimmt was von uns. Dafür sind ja diese Waffen da, nicht wahr? Lass mich mal raten. Ihr werdet uns dazu zwingen, irgendetwas zu tun. Und wenn wir es nicht machen, dann werden wir verletzt werden. Also, habe ich eure Aufmerksamkeit? Was wollt ihr? Bist du nicht... Du bist mir ja vielleicht ein kleiner Schlaubub. Okay, na dann werde ich mal anfangen. Hört zu, das werden wir mit euch Punk-Ärschen anstellen. Mein Herz, das klopft schon bei 160... Nee, wie war das? Das müssen ja dann 360 Kilometer pro Stunde sein. Ich werde es sagen, seid ihr bereit? Hell yeah, es ist ein... Monodam kann sprechen? Er hat zum ersten Mal gesprochen, vielleicht weil er nicht mehr so schüchtern ist, wenn er jetzt hier in der Maschine sitzt. Kodoshi Ai Da. Ein Killing Game. Was? Monodam, wie kannst du es wagen, dich auf der Bühne vor mich zu stellen und das zu sagen? Wartet mal, was hast du gerade gesagt? Wenn ich es richtig gehört habe, dann... Koroshi Ai Nano. Ein Killing Game. Er hat es nochmal gesagt. Oh Gott, verdammt, Monodam. Ich werde dich mit diesem Exzessor hier, ja, crushen, also niedermetzeln. Ach, jetzt komm schon. Wir haben doch keine Zeit, um hier unter uns selbst in Streitigkeiten auszubrechen.
Ja, wenn ihr nicht aufhört mit Kämpfen, dann werde ich euch mit diesem Ex-Sizzle hier fertig machen. Du auch, Monotaro? Naja, wenn es dazu kommt, dann werde ich euch alle vier fertig machen mit meinem Ex-Sizzle hier. Warum bringt ihr mich damit ins Spiel? Oh, naja, es ist auf jeden Fall für uns auch viel angemessener, dass wir feindlich gegenüberstehen. Na dann, wollen wir loslegen oder was? Okay, das Kura, also du Kerl oder keine Ahnung was. Also, mit wem willst du hier loslegen, Ja, okay, das ist schwer, so einmalseits vom Japanischen übers Englische dann auch nochmal hier ins Deutsche zu übersetzen. Also, Also dieses Kura ist... Ja, wie kann man das gut im Deutschen sagen? Da bräuchte ich jetzt wirklich mal wieder Internet. Vielleicht kann mir da Maki Mono kurz aushelfen. Hier. App. Kura. Nein, nicht Kurairu, sondern Kura. Ja, hey, pass bloß auf. Hey, Hep. Wenn man jemanden ausschimpft oder ruft, um im Lied Zeit anzuhalten... Interjection meant to scold or reprove someone. Ja, also hey du Scheißkerl oder keine Ahnung, was normalerweise das Koda soll eben so Wut ausdrücken. Deswegen ist es kein wirkliches Substantiv oder Wort. Deswegen das dann so. Sie nennen sich nicht wirklich bei Namen, sondern sie stören sich an dem Koda von wegen, dass sie so hey pass bloß auf schreien und keine Ahnung was. Deswegen ja. Machen wir einfach mal weiter. Jetzt ernsthaft? Werden die hier miteinander kämpfen? Direkt vor unseren Augen? Jetzt sagt sie wieder Kami-sama. Keine Sorge, Atua wacht über uns. In einer Situation wie dieser will einfach nur über uns wachen? Jedenfalls, es ist hier zu gefährlich. Wir müssen hier schnell weg oder andernfalls... Oyamenasai. Hört auf. Na, 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 na. Was? Kawaii wagako tachi yo. Minikui arasoiai wa yameru no desu. Meine süßen kleinen Kinder. Wenn ihr nicht aufhört mit diesem schrecklichen Kämpfen... diese Stimme! Papa, bist du das? Otochan! Papa Kuma! Otochan! Papa, wo bist du, Papa? Papa? Und in diesem Augenblick gingen alle Lichter in der Sporthalle plötzlich aus. Was? Das ist auch ein bisschen anders als in den anderen beiden Spielen. Und sie fallen direkt wieder ab. Was ist dein Name? Yagami Light? Ich bin der Gott dieser neuen Welt. Und der Direktor von dieser ultimativen Akademie. So, Monokuma da yo. Omaera. Domo, hajimemashite. Ja, der einzig wahre Monokuma. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Why? Wow, Papa ist da. Hell yeah! Hell yeah! Ein weiterer episches Auftauchen von unserem Papa Kuma. Wie schon in den anderen beiden Games. Papa ist so cool. Meine lieben Kinder, ihr seid alle ja so süß. Die einzige Grund, dass ich eure Blödeleien immer akzeptieren kann, ist, weil ihr alle so süß seid. Kawaii na, so süß. Naja, selbst wenn der Prolog schon viel zu lange geht, ich werde es erlauben, weil ihr Leute so süß
süß seid. Ach ja. Und schon das erste Mal, dass Monokuma die vierte Wand durchbricht. Kaum, dass er ein paar Sätze gesagt hat, seit er aufgetaucht ist. Ja! Um es genau zu sagen, der allererste Prolog war nur deswegen so kurz, weil ihr Cutie Patooties nicht da war. Otoya! Bist du böse auf uns? Waka Yuna! Sei doch kein Idiot! Ich würde niemals wütend auf meine süßen kleinen Kinder sein! Er ist wütend! Aber Daddy ist auch immer trotzdem noch so cool, selbst wenn er wütend ist. Cherry? Ne, Papa ist eben von einem Planeten von sehr gut aussehenden Bären, die cooler werden, je wütender sie werden. Super Monokuma, Super Monokuma 2, Super Monokuma 3 und letztendlich auch Super Monokuma 4. Dagara, okotte nai te itteru daro! Kame? Mama. Kame, Kuma, Ha! Na, wahrscheinlich müsste man dann Kumahameha draus machen, weil das Kame am Anfang die Schildkröte ist. Also, Kumahameha! Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin nicht wütend! Ja! Oto-chan, Super Monokuma Goto, Super Monokuma ni natta! Ach, das war damit Super Monokuma tatsächlich auch gemeint. Also, Super Saiyajin 1, 2, 3, 4 und. Vater ist gerade in Super Monokuma, Gott Super Monokuma transformiert. Ja, die blaue Aura und das Kuma Kameha hat er auf jeden Fall schon mal perfekt drauf. Ja, und jetzt noch den ersten, was der erste Arc von Dragon Ball Super hier auch noch parodieren, beziehungsweise Resurrection of Frieza, wie hieß es? War of Gods, glaube ich, der Kinofilm, der ja dann sozusagen auch in der Anime-Serie der erste große Arc ist. Ja, deswegen. Das ist nur möglich, wenn 6 Monokuma mit reinem Herzen zusammen, sich zusammenschließen. Kono Hoshi ga mechakucha ni naru level de konekuri maashi sugi no settei da ze. Aber diese Gott-Version-Variante von den Gott-Saiyajin war ja dann nicht mit der blauen Aura, die er erst später unter Beerus gelernt hat, sondern das war ja noch diese komische lila-purpurne Aura gewesen. Deswegen, zumindest das ist dann nicht ganz korrekt hier von der farblichen Gestaltung. Aber vielleicht können sie auch nicht zu viel faken wegen, naja, Copyright-Gründen, keine Ahnung was. Ja, das ist die Kraft, die man rauslassen muss, wenn man wirklich die Welt auf, die Welt auf den Kopf stellen will. Sehr. Nein, da habe ich zu schnell geklickt. Tunikaku. Eine Kraft, die irgendwas. Verdammt. Ansonsten stoppt das Video ganz kurz an der Stelle, wenn ihr es euch durchlesen wollt. Jedenfalls, ich bin nicht wütend. Um ehrlich zu sein, ich muss zugeben, dass ich sogar ziemlich stolz auf euch bin. Ich meine, ihr... Okay. Ihr Kinder fällt wirklich auf, verglichen mit dem Rest der... Fehlschläge der zweiten Generation in der Welt. Was meint er damit? Ist das nicht ein bisschen harsch? Ich glaube schon, dass es auch ein paar zweite Generation Erfolgsgeschichten gibt. Soll das heißen, dass diese 5 Monocubes hier vielleicht auch nicht dieselben sind, die wir beim ersten Mal, wo wir wiederbelebt worden sind, gesehen haben, dass das alles reset worden ist von Monokimo und dass das hier die zweite Generation ist, bei der es jetzt so gelaufen ist, wie er es haben wollte? Sehr genau. Mir fallen da aber keine ein. Was ist das jetzt hier, eine Anspielung? Wenn euch keine einfallen, dann liegt es daran, dass es keine gibt, die es wert wären, sich daran zu erinnern. Aber Vater erinnert sich, weil er weiß alles. Alter. Mann, jetzt würde ich sowieso mal gucken. Kann ich, wenn ich irgendwie hochscrolle, irgendwie muss es doch möglich sein. Was? Reaction Voice? Hm? Hä? Was ist das? Hä? Wenn ich rechtsklick. Warte mal, wenn ich rechtsklick mache, passiert das. Was passiert, wenn ich Enter drücke? So, so. Wie? Ich kann zustimmen? Ich kann mit Kai, der einfach irgendwie zwischendurch mal sagt, zustimmen? Oder wie? So, so. Und was, wenn ich. Kann ich nach rechts rüber gehen?
Moment, Rechtsklick. Refute. Kann ich irgendwie hier wechseln? Was ist das für ein... Oder wenn ich Rechtsklick mache und dann scrolle? Yeah, nee, passiert nichts. Gut, aber ich wollte wissen, wie kann ich in Dialogzeilen zurückgehen? Das müsste auch irgendwie eigentlich möglich sein. Ah, okay, hier, alles klar. Muss ich auch FN und F2 machen. Ah, okay, das hier war das, was ich auch vorhin übersprungen habe. Ja. Eine Kraft, die man nur sehen kann, wenn die Götter selbst sich bekämpfen. Das war es, was er vorhin gesagt hatte. Und was war es diesmal jetzt gerade gewesen? Heilige Scheiße, du hast recht. Papa Kuma, du weißt wirklich allen möglichen unnützes Zeug. Naja, weil Papa seine alternativen Fakten von den vertrautesten Namen unter den Fake News sich immer beschafft. Ja, kleiner Seitenhieb auf die ganze Fake News-Geschichte von in den USA. Ich frage mich, was hier im japanischen Original gestanden hat. Okay, man kann es auch nochmal abspielen. Wie komme ich hier wieder raus? Wieder? F2? Ja, Tatsache. Machen wir mal wieder. Ich lerne auch noch ein bisschen die Steuerung, also nebenbei. Ich mag es einfach, meine Kinder zu umarmen. Sie sind ja so süß, ich kann einfach nicht anders. Das nennst du umarmen? Naja, normalerweise ist es so, dass die Zustimmungsraten und dergleichen im Boden versinken, wenn Maskottchen in den Nachfolgeteilen zu oft auftauchen. Him. Aber in diesem Fall sind die Ratings so super, die sprengen die Skala und das alles dank der Monocubes. Was ist das hier? Was geht hier vor? Ein weiterer Teddybär ist aufgetaucht. Hallo, ich klicke. Und dann klicke ich zu weit. Das ist immer. Deswegen klicke ich manchmal zu weit, weil manchmal reagiert er eben auf das Klicken nicht. Deswegen kann ich hier den Ton dann auch nochmal abspielen. Da geht es dann allerdings nicht nur, wenn sie wirklich Zeilen sagen. Ja, aber das ist kein normaler Teddybär. Ich kann es sehen. Die Verzweiflung und der Wahnsinn, welcher um dieses verfluchte Ding herumschwirren. Ida, Ida! Wow, wow, wow! Zuallererst mal, ich bin kein Teddybär. Mein Name ist Monokuma. Muki! Und zeigt gefälligst ein bisschen Respekt. Ich bin der Direktor von dieser ultimativen Akademie für talentierte oder für begabte Jünglinge. Die Direktor? Scheint so, als wäre es sowas wie ein selbstlaufender oder funktionierender Roboter mit einer AI eingebaut, genauso wie ich. Ping-Pong! Ping-Pong, ganz genau. Sehr genau. Naja, aber die Exzisos sind anders, das muss man schon sagen. Das sind echt gehirnlose Höhlen ohne irgendwelchen Sinn und Verstand. So, ja? Ja, sie sind so gedankenlos, sie sind ziemlich nichts anderes als Tötungsmaschinen, die nur von uns, den Monocubes, kontrolliert werden können. Mattaku. Also sich selbst bewegende Roboter, welche wiederum Mechas. Ich nenne diese Piloting Weapon Plattforms einfach Mechas. Warum soll ich das jedes Mal mit Waffengeräte, die von Piloten besetzt werden? Nennen wir es Mechas. Naja, das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Turn von Events hier. Also ganz schön was los hier. Tayuko. Nun, das mag ja wohl so sein, aber worüber ich mir mehr Sorgen mache, ist dieses Killing Game, was Sie erwähnt haben. Was genau bedeutet das? Was ist daran so, erfreulich? Ja? Naja, es ist einfach nur, als ich es zuvor gesagt hatte, da, naja, bin ich einfach so ein bisschen hier reingeplatzt und jetzt fühlt sich das Ganze alles ein bisschen komisch an. Moment, als er es gesagt hat, der Erste, der es gesagt hat, war Monodam. Heißt das, dass die Stimme von Monodam, wenn er spricht, dann von tatsächlich, wer auch immer hinter Monokuma hier in dem Fall steckt, gemacht wird? Das ist auch etwas, was man vielleicht im Hinterkopf halten sollte. Ich möchte, dass ihr Schüler mit eurem ultimativen Level-Talenten an einem Killing-Game teilnehmt. Was? Wir? In einem Killing-Game?
Yamete kudasai! Bitte mach keine doofen Witze hier. Warum sollten wir zustimmen, bei einem Killing Game mitzumachen? Hä? Hä? Huh? Ihr wollt's nicht machen? Sonna goto shinai yo! Natürlich nicht. Gentlemen, tut Menschen nicht weh. Teiyuka sa. Aber wenn ihr euch in der Akademie umschaut, dann habt ihr es doch bestimmt schon bemerkt, nicht wahr? Diese Akademie ist umgeben von einer riesigen Wand. Ihr könnt nicht in die Außenwelt entfliehen. Und solange wir die Existenz haben, könnt ihr euch uns nicht in den Weg stellen. Mit anderen Worten, ich habe hier die Kontrolle über Leben und Tod von jedem Einzelnen von euch. Also, wir sollen tun, was du sagst, wenn wir nicht sterben würden. Das soll ja wohl ein schlechter Scherz sein. Warum sollten Freunde einander killen? Abgesehen von degenerierten Männern, die können ruhig alle sterben. Alle, alle? Hä? Wer hat denn gesagt, dass ihr Freunde seid? Ja, Donna. Na, ihr seid überhaupt keine Freunde. Ihr seid Feinde, die aufeinander aus sind, um sich zu töten. Feinde? Wir sind Feinde? Ich muss von Vater noch eine ganze Menge über Sarkasmus lernen. All dieses Gerede, Mann, das nervt mich ja mal total an. Ich werde mal Mono da ein bisschen verprügeln, um den Stress loszuwerden. Aber das gefällt mir nicht. Ich bin echt nicht gut, wenn es um Gewalt und Blut und Gemetzel und so traurige Situationen geht. Und Papa, statt eines Killing Games, können wir nicht einfach einen Schere, Stein, Papier Turnier draus machen? Ahoka! Tja, wer will denn ein Spiel spielen, wo niemand stirbt? Nun ja, du hast schon eine sehr, compassionate, also eine sehr compassionate, ne? Also eben so compassionate Persönlichkeit. Es ist so süß, dass ich es kaum aushalten kann. So, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Compassionate will ich jetzt kurz wissen, wie man das gut im Deutschen sagen kann. Mitfühlend, mitleidig und so weiter und so fort. Ach, du hast eine so mitfühlende Persönlichkeit. Es ist so süß, ich kann es kaum aushalten. Kawaii, na? Das ist süß genug, um es zu verspeisen. Süß genug, dass ich es verspeisen will. Hä? Nee. Hey, Monophanie. Du musst vielleicht mit deinem Cutie-Zeugs ein bisschen zurückfahren. Hui. Jetzt hört auf mit diesem doofen Gelaber. Ich will dich was fragen. Wie sollen wir einander töten? Wirst du uns Waffen bereitstellen? Was zur Hölle, Mann? Was fragst du ihn denn da? Nun ja, zunächst sollten wir uns von ihm Informationen besorgen. Wir können nichts tun, wenn wir nichts wissen. Ja, Donna. Waffen? Hä? Was für ein barbarisches Gemetzel stellst du dir denn hier vor? Da könntest du nicht falscher liegen. Weil hier bei der ultimativen Akademie für talentierte Jünglinge ist ein Tötungsspiel ein sehr wohl ausgedachtes Erfahrung. Fuck. Sophisticated. Wie kann man das auf Deutsch sagen? Das gucke ich auch mal direkt nach. Sophisticated. Gehoben, am gehobensten. Ja, also eine gehoben, wie in gehobener Gesellschaft. Eine sehr, nicht abgehobene, aber eine gehobene Erfahrung. Hä? Eine gehobene Erfahrung? So, so. Ja, denn das Tötungsspiel hier wird dirigiert von Class Trials. Class Trials? Hi! Okay, wir erklären. Ano ne, Kisamara no aida de satsujin ga okita baai, zen member ga sanka suru gakkyū saiban ga okonawareru nda yo. Also, wenn einer von euch Maden einen anderen tötet, dann müsst ihr alle in einem Class-Trial teilnehmen. Gakkyū saiban de wa satsujin wo okashita kuro to sore igai no hoka no seito no shiro ga taiketsu suru ya. Im Class Trial ist es dann, wo der Angeschwärzte, der Killer,
sich gegen die mit der weißen Weste seine Klassenkameraden stellt. Und das ist dann, wo ihr Punk-Air-Spitches darüber entscheidet und beratet, wer ihr denkt, der verfickte Angeschwärzte ist. Und danach ist Voting Time. Und falls die Mehrheit von euch Idioten richtig wählt, dann wird nur der angeschwärzte Killer eine Strafe erhalten. So grausam. Nur all dieses Blut und abgetrennte Körperteile und so weiter mir vorzustellen, da will ich am liebsten schon kotzen. Jo, und nachdem der Geschwärzte dann bestraft ist, dann wird der Rest von euch Jünglingen weiter, einfach so weiterleben und zusammenleben. Allerdings, wenn ihr während des Class Trials die falsche Person auswählt, die der Mörder, der Geschwärzte sein soll, dann kommt nur er frei und alle, die eigentlich eine weiße Weste haben, werden stattdessen bestraft. Hell yeah! Das sind die Regeln vom Class Trial. Wuhu! Buh-ja-ja-ja! Zu viel! Diese Erklärung hat viel zu viel offenbart! Was? Ihr müsst mehr, fuchsig sein. Mehr flirten. Mehr versuchen, den anderen um den Finger zu kriegen. Genau wie eure alten Kerle. Wie eklig. Die Sache ist die. Es reicht nicht einfach nur jemanden zu töten. Man muss also auch das Class Trial überstehen. Nonzuko. Also zu töten, ohne erwischt zu werden. Und dann das Trial überleben. Tja, das klingt geradezu auf eine perfide Art und Weise schon zu ähnlich wie die reale Welt. Denkst du das? Naja, dann muss ja die Außenwelt von einem echten Meister entworfen sein. Selbst bis in die unverschämtesten und unangenehmsten und fiesesten Ecken hinein. Anosa. Man kann es sich eventuell vorstellen, aber nur zur Sicherheit frage ich. Was bedeutet diese Strafe, die du erwähnt hast? So. Naja, einfach gesagt, es ist eine Hinrichtung. Hä? Hinrichtung? Naja, wenn ihr ein Verbrechen macht, dann wird man dafür bestraft. Das ist eben nun mal eine der grundlegenden Regeln der Gesellschaft. Aber das hier ist ein Killing Game. Deswegen ist die Strafe für den Mörder ein bisschen mehr von Dauer. Hell yeah! Ich frage mich schon, was für Bestrafung wird es wohl geben? Ganz viel Blut und Gedärme und Gehirne, das wette ich. Oh Mann, wenn ich schon daran denke, so ein Zeug, das sorgt dafür, dass ich einen absoluten Flügellauf unten habe. Naja. Was? Monokit? Du machst einen Flügellauf? Ich bin das eh. Oh ja, ich bin so drauf abgefahren, dass jetzt direkt am liebsten ich mein lass mal das Ganze. Blut, Eingeweide, Gehirne. Monophanie hat wieder gekotzt. Ich bin das eh. Oh Mann, ich bin ja sowas von bereit. Was? Kotze sorgt auch dafür, dass du bereit für einen Lauf bist? Ihr Kinder seid ja so lieb. Und so süß. Was soll das süß sein? Nun ja,
Dann ist diese langweilige Exposition hier, so notwendige Erklärung, auch endlich fertig. Doki doki. Wack, wack, doki doki. Dann wird Zeit, dass dieses Herzklopf erzeugende Killing School Semester endlich anfängt. Ihr habt freie Entscheidung darüber, wie ihr den Mord begehen wollt. Boksatsu ga suki? Shisatsu ga kakujitsu? Kousatsu wa kospa ga ii? Doksatsu ga rakuchin? Ja, ihr könnt mit stumpfen Waffen einschlagen oder ihr könnt stechen oder ihr wollt es ein bisschen billiger aufziehen. Na dann, bei Aufziehen, da haben wir Strangulation. Oder ihr seid ein bisschen faul, sowas zu machen. Naja, versucht's mit Gift. Naja, ihr könnt euer Opfer aber auch schießen, brennen, ertränken, in die Luft sprengen, zerdrücken, elektrisieren oder totlachen. Ihr könnt was auch immer für eine Methode ihr wollt benutzen, um irgendjemanden, den ihr möchtet, zu töten. Je auf die Art und Weise, wie ihr wollt. Und hier an dieser ultimativen Akademie für talentierte Jünglinge werdet ihr dann euer mörderisches Potenzial bemerken. Sechzehn talentierte Teenage-Virtuosen, die alle darum kämpfen, der erste Platz zu sein in einem Killing-Game. Es gibt kein besseres Setting für ein Event wie dieses als die Akademie der Ultimativen. Ja, deswegen haben wir dieses Setting auch in einem dritten Game in Folge. Killing School Semester. Klingt wie ein Spiel. Unsere Leben zu riskieren für ein doofes Spiel, das ist absurd. Aber es scheint nicht so, als könnte es langweilig werden. Wie könnt ihr degeneriert nur so ruhig sein? Das muss ja wohl eine Lüge sein, nicht wahr? Das ist alles eine Lüge, richtig? Eine Lüge. Oder eher Fiktion? Warum schwimmt das Bild so? Wie eine Geschichte im Fernsehen. Ein Szenario so von der Realität entfernt, dass man kaum glaubt, dass es wirklich geschieht. Ich möchte nicht in einem Killing-Game sein. Das ist falsch. Ich würde das niemals tun. Nun, wenn ihr nicht an dem Killing-Game teilnehmen wollt, dann wäre das ein ziemliches Problem. Denn das Killing Game ist schließlich der einzige Grund, warum ihr hier seid. Was? Nun dann, lasst eure Talente freien Lauf und habt ein glückliches, mörderisches und absolut entsetzliches, wunderbares Killing Game. Jetzt warte mal eine Minute. Oh ja? Egal, was auch immer du sagst, wir werden es nicht tun. Wir werden niemals an einem Killing Game teilnehmen. Was auch immer du geplant hast, ich werde nicht zulassen, dass du damit davonkommst. Kaide, du solltest vielleicht nicht einfach so rasch dich dem Ding entgegenstellen, da. Oh nein, 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 nein. Welch willkommener Widerstand. Das erinnert mich daran, dass auch so ein Widerstandsgeist sehr wichtig ist im Killing Game. Es macht Spaß zu schauen, wie jemand, der sich dem allen widersetzt, irgendwann durchdreht und dass das dann dafür sorgt, dass die Hände schmutzig werden von jener Person. Was meinst du damit? Ja, jeder mag jene Art von Brutalität in einem Todesspiel, ganz besonders ich. Ach, das wird niemals alt. Es ist so unterhaltend und spaßig, dass ich einfach jedes Mal einen Bärenhunger darauf habe. Und außerdem, als der Direktor, ist es meine Aufgabe, euch dazu zu zwingen, dass ihr es tut. Ja. Tja, ich habe
wo er das jetzt so gesagt hat, Monokuma, in Hinblick darauf, was für Entwicklungen und was für Messages der Hauptcharakter des ersten Teils gegeben hat, was für eine Message der Hauptcharakter des zweiten Teils hatte. Wenn da ein Muster draus gemacht werden soll, habe ich eine leise Vermutung, was mit Kaede im Laufe dieses Spiels passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu so etwas wie einer absoluten Hoffnungsträgerin wird. Momentan ist sie eben voller Mut und so weiter, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende Kaede ist, die, naja, die irgendjemanden hier, das, also dass wir tatsächlich als Spieler zum ersten Mal jemanden das Gehirn ausblasen oder so. Oder der absoluten Verzweiflung anheimfallen. Ich freue mich schon drauf. Und so standen wir da. Wir waren in Schockstarre und Stille, umgeben von dem Gelächter der Monokuma und seiner Kinder. Alles an dieser Situation war völlig verrückt. Eine Akademie, umgeben von einer riesigen Mauer. 16 ultimative Schüler, die hier drin gefangen sind. Mysteriöse, ausgestopfte Bären und tödliche Waffen. Und neue Freunde, die aber gezwungen werden, ein Killing Game abzuhalten. Das alles wirkte so, als wäre das aus einer Feder von einem sadistischen Fiction-Werk. Eine sadistische Story, die nicht viel anders als die Realität selbst ist. Und entgegen meinem Willen war ich jetzt eine Schachfigur in jener Story. Danganronpa V3 Killing Harmony von Spike Chunsoft.